Deswegen herzlich willkommen zu unserem Online-Talk im Mai und diesmal auf Deutsch. Ich finde es ganz ungewohnt, denn sonst kann ich die Beschreibung, was die DubJV macht, immer auf Englisch abliefern. Da muss ich mich jetzt zusammenreißen. Also die Deutsch-Australisch-Pazifische Juristenvereinigung ist ein Verein der Juristen aus beiden Hemisphären der deutschsprachigen Jurisdiktionen zusammenbringen möchte und zum Erfahrungsaustausch einlädt. Und heute wollen wir uns ganz besonders unseren jüngeren Mitgliedern oder Interessenten zuwenden, die auf der Suche nach Informationen zum Auslandsstudium sind und haben deswegen die Svea Helmich und die Rebecca Fischer von Go Australia, Go Zealand heute hier, die mit uns über das Jurastudium im Speziellen in Australien und Neuseeland sprechen werden. Und auch über Fördermöglichkeiten, das finde ich ja auch ganz interessant, weil es ist ja doch weit weg und sowohl die Reisekosten wie auch die Studienkosten nicht zu unterschätzen. Und das ist ja doch ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland. Und ja, ich würde dann euch beiden gern das Mikro überreichen. Ja, vielen Dank. Ich bin die Svea von Go Australia, Go Zealand. Ich sitze im Kölner Büro, also ich sitze in Deutschland auf jeden Fall und habe die Rebecca mit mir heute da. Hi, Rebecca. Schönen guten Tag. Und ich Guten würde Tag. auf jeden Fall einmal meine Präsentation eben starten. Wir haben natürlich was vorbereitet und würde dann auch direkt loslegen. Wir nämlich, ich hoffe, ihr seht alle alles. Wir sprechen ja heute über das Thema Jurastudium in Australien und Neuseeland. Und wir von Go Australia, Go Zealand sind quasi die Experten für das Auslandsstudium in Australien und Neuseeland. Wir sind hier die offizielle Vertretung in Deutschland für Studierende, die halt oder für die Universitäten in Australien und Neuseeland und werden hier halt tätig, indem wir die Studienberatung für Interessierte machen und auch bei der Bewerbung komplett helfen. Wir sind Ansprechpartner in allen Bereichen, also nicht nur zum Thema Studium, welche Universität passt zu mir, welches Programm passt zu mir, sondern tatsächlich natürlich auch zum Reisen und so. Das ist ja auch manchmal interessant für die Leute, die noch nicht dort waren, weil wir haben alle dort auch studiert. Also Rebecca hat an der Gold Coast studiert ein Semester und ich in Newcastle zum Beispiel. Das heißt, wir kennen uns in beiden Bereichen aus, leben und studieren vor Ort. Der Service von uns ist auf jeden Fall komplett kostenlos. Das ist immer ganz wichtig. Man zahlt natürlich Studiengebühren in Australien und Neuseeland, aber unser Service, wie gesagt, wir wollen kein Geld von den Studierenden oder von den Bewerberinnen und den Bewerbern und haben auch eine recht hohe Erfolgsquote eigentlich. Wir können natürlich im Vorfeld schon immer ganz gut abschätzen, hat man Chancen oder hat man keine Chancen und beraten dann halt dementsprechend natürlich auch und weisen Studierende darauf hin, wenn etwas doch nicht klappen sollte. Genau, das Ganze spart natürlich Zeit, Geld und Nerven. Geld wird später nochmal ein Thema. Zum Thema Stipendien beraten wir auch und Fördermöglichkeiten. Aber natürlich dadurch, dass wir uns in der Hochschullandschaft in Australien und Neuseeland ganz gut auskennen, spart das natürlich auf jeden Fall auch einiges an Zeit und Nerven für die Studierenden. Wir sprechen heute auf jeden Fall einmal kurz die Länder an. Ich denke mal, alle Beteiligten hier kennen auf jeden Fall Australien ganz gut, in Neuseeland vielleicht auch. Da werde ich also nicht ganz so sehr drauf eingehen, wie ich sonst normalerweise mache. Kurzen Grund, warum man dorthin reisen sollte, welche Studienmöglichkeiten es gibt. Ich habe es schon vorhin einmal kurz erwähnt. Wir werden von Auslandssemester bis Forschung einmal alles durchsprechen. Und dann natürlich, ab Forschung übernimmt dann meine Kollegin Rebecca, die ist da die Expertin. Und dann natürlich wird sie auch noch ein bisschen auf die Kosten und auf den Ablauf eingehen. Australien, ich denke mal, können ja mal alle ihre Hand heben, die schon mal da waren. Wahrscheinlich können das wahrscheinlich dann alle hier machen. Muss also gar nicht so viel dazu erzählen. Ihr kennt euch aus. Australien ist riesig und alle, ich denke mal, das ist somit das Wichtigste hier. Alle Städte, die hier markiert sind mit einem orangenen Punkt, sind Städte, in denen wir mit Universitäten zusammenarbeiten. Wir arbeiten also mit Universitäten in allen großen Städten zusammen, in Melbourne zum Beispiel sogar mit allen Universitäten, die in Melbourne sind. Wir sind hier also sehr stark vertreten. Und für die Leute, die jetzt gerade in Deutschland sitzen, habe ich natürlich auch noch mal ein paar Bilder mitgenommen, damit man da etwas
Fernweh auslösen kann. Weil natürlich, wenn man Oh, dort ist, man. ich möchte auch darauf hinweisen, oben rechts ist Adelaide, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Sehr wir haben gut. immer versucht, hier alles zu vertreten, Flora und Fauna, aber auch die Städte und auch nicht immer nur Sydney, sondern natürlich auch Städte wie Adelaide, weil wir da natürlich auch immer sehr gerne Studierende hinschicken. Gerade auch im Bereich Forschung haben wir da ganz gute Kooperationen, würde ich sagen. Und dann fliegen wir nochmal ein paar Stunden weiter und landen in Neuseeland. In Neuseeland ist es so, dass wir hier mit allen Universitäten zusammenarbeiten und hier auch wieder einmal die Städte markiert, in denen wir mit den Universitäten zusammenarbeiten. Also ist auch wieder alles große vertreten, vom Norden Auckland bis hin in den Süden Dunedin. Hier ist wirklich alles dabei, auch halt Großstädte, aber auch sowas Kleines wie Palmerston North, da ist die Massey University, die ist echt so diese Kiwi-Experience, würde ich das nennen, True Blue Kiwi. Und auch da natürlich wieder ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Neuseeland war, da auch sonst gerne einmal die Hand heben, ich sehe euch. War noch keiner, da hätte ich ja dann noch mehr zu erzählen können. Ah, super, Katharina. Neuseeland, ganz klar, auch hier wieder super schöne Natur. Die Neuseeländer sind richtige Outdoor-Junkies, das erwähne ich immer ganz gerne noch dazu. Also neben dem Studium vor Ort oder dem Forschen oder was auch immer, was man da macht, kann man natürlich viel erleben. Bungee-Jumpen machen, Skydiven oder einfach in die Maori-Kultur eintauchen und das Land kennenlernen. Und das ist auch auf jeden Fall immer so ein Punkt, den ich, habe ich gerade schon gesagt, immer empfehle, wenn man in einem Land lebt oder studiert halt, das dann richtig kennenlernt und mal in alles eintaucht und mitnimmt. Aber warum sollte man überhaupt in einem dieser Länder sein Studium machen, Auslandssemester oder LLM oder was auch immer? Natürlich ist es immer sehr gut für die Karriere, keine Frage, gerade jetzt ein LLM als Zusatzqualifikation im Jurastudium, da haben wir wirklich immer einige Anfragen, es ist sehr beliebt, es sieht auf jeden Fall immer gut auf der Bewerbung aus, auf dem Lebenslauf, wenn man sowas noch mit drin hat. Gerade wenn man im internationalen Bereich arbeiten möchte, dann schadet es nicht, wenn man auch mal nicht nur in Deutschland sein erstes, sein zweites Staatsexamen gemacht hat, sondern vielleicht auch mal so ein LLM da reingeschoben hat oder etwas anderes, was natürlich auch möglich ist. Es bezieht sich hier nicht nur auf den LLM. Man lernt viele Leute auf jeden Fall kennen während seines Studiums, kann da also ein gutes Netzwerk aufbauen und auch, es ist einfach natürlich nochmal ein ganz anderer Markt, den man dort bedient. Gerade auch die Nähe zum asiatischen Markt, aber Australien und Neuseeland ist nochmal ein bisschen unterschiedlich zu Deutschland. Das ist also auch eine sehr, sehr gute Option, einfach mal reinzuschnuppern. Wie ist das Studium eigentlich im Ausland? Wir kennen es in Deutschland, wir haben es hier kennengelernt. Warum nicht auch nochmal reinschnuppern? Wie ist es in Australien? Wie wird es da gehandhabt? Denn es ist auch da auf jeden Fall ein Unterschied zu merken. Und ich finde es auf jeden Fall das Studium in Australien sehr gut. Und die Juliane kann da bestimmt das auch bestätigen. Die hat ja auch ihren LLM in Australien gemacht. Und ja, es ist wirklich einfach nur man kann da eigentlich nur was Positives rausziehen, wenn man dort sein Studium macht, einen Teil seines Studiums und so halt einfach ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschaut und dann natürlich auch, was immer ganz wichtig ist, seine Sprachkenntnisse natürlich verbessert. Das ist halt der Vorteil an Australien und Neuseeland, es ist englischsprachig und mit Englisch kommt man eigentlich überall ziemlich weit, würde ich sagen. Da hat man definitiv Vorteile durch. Und wenn man dann dieses Studium im Ausland macht, ist es natürlich auch so, dass man auch ein bisschen was Persönliches mit rauszieht. Klar, die Soft Skills, interkulturelle Kompetenzen, all sowas, aber auch das Reisen vor Ort und das Land kennenlernen. Denn wenn man einfach nur mal einen Urlaub in Australien macht, ist natürlich was anderes, als wenn man ein ganzes Semester dort verbringt oder ein ganzes Studium dort verbringt und einfach mal nochmal ganz anders in diese Kultur eintauchen kann. Und dann natürlich auch im Rahmen dessen wahrscheinlich auch den Arbeitsmarkt schon mal etwas kennenlernt, weil man neben dem Studium in Australien auf jeden Fall auch arbeiten kann und in Neuseeland auch teilweise. Jetzt gehe ich einmal auf die ganzen Optionen ein, die wir haben. Wir vermitteln Studierende oder Bewerberinnen und Bewerber für ein Auslandssemester oder ein Schnupperstudium nach Australien und Neuseeland. Das ist so das Gängigste, was wir tatsächlich machen. Man kann mit uns auch eine Abschlussarbeit in Australien und Neuseeland schreiben, ist aber natürlich im Staatsexamen nicht unbedingt so gängig. Von daher, was hier vielleicht interessant ist, ist auf jeden Fall ein Master oder vielleicht sogar irgendetwas dazwischen noch, zwischen Bachelor
Bachelor und Master, gibt es da Graduate Certificates und Diplomas. Und natürlich vermitteln wir auch Interessierte für eine Forschung nach Australien. Speziell nur Australien, hier ist Neuseeland nicht möglich, aber hier kann man mit uns zum Beispiel für ein PhD nach Australien gehen. Wenn man dann ein Auslandssemester dort macht, ist es so, dass man natürlich, das ist in der Regel im Rahmen des Studiums in Deutschland, da geht man dann für ein oder zwei Semester rüber ins Ausland nach Australien oder Neuseeland und belegt dort dann für ein Semester in der Regel 3 bis 4 Kurse. 4 Kurse wären volles Semester, 3 ist ein bisschen weniger, das ist dann in der Regel auch etwas günstiger, man hat mehr Zeit zum Reisen, das ist dann immer sehr interessant, wenn man ein Auslandssemester macht. Das Schöne ist, man kann dann natürlich schon mal in die Kurse reinschnuppern, die verschiedenen, die es gibt. Also etwas, was man hier in Deutschland nicht belegen kann. Zum Beispiel etwas australisch-spezifisches oder aber natürlich auch einfach etwas, was so im Rahmen des Studiums hier nicht angeboten wird. Die Semesterzeiten sind unterschiedlich zu denen in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es gibt teilweise Trimesteruniversitäten. Die meisten Semester starten hier im Februar und ansonsten starten sie dann nochmal im Juli, das ist so die Standard-Startzeiten. Auf unserer Internetseite haben wir immer eine ganz gute Übersicht, auf jeden Fall über die Universitäten. Also da einfach mal gerne reinschnuppern bei uns. Da haben wir einen schönen Filter, wo man dann schauen kann, wo kann man denn überhaupt Jura studieren. Die Voraussetzungen für ein Auslandssemester sind natürlich, man sollte Noten im durchschnittlichen Bereich haben. Die meisten Universitäten sind hier sehr flexibel, also im normalen Schnitt 3,0. Bei Jura weiß ich, ist das ein bisschen anders mit den Punkten. Aber hier, wer im Durchschnitt ist, im Jura-Durchschnitt, der findet hier auf jeden Fall eine gute Universität. Wer das nicht geschafft hat und doch ein paar weniger Punkte hat, auch da gibt es auf jeden Fall Universitäten, wo man die Person unterkriegt. Keine Sorge. Und Sprachvoraussetzungen, man muss natürlich nachweisen können, dass man Englisch sprechen kann für ein Studium im Ausland. Das geht über verschiedene Methoden. DAAD-Sprachzertifikat ist hier mit das gängigste. Und wenn man dort dann natürlich Kurse belegt, muss man einfach schauen, dass man die Voraussetzung für die Kurse erfüllt. Also wenn man einen australisch-spezifischen Kurs vielleicht macht, der irgendwelche Vorkenntnisse schon voraussetzt, dann wird es schwierig. Aber wenn man diese erfüllen kann, ist das natürlich super. Jetzt ist es interessant, man hat in Australien und Neuseeland auf jeden Fall auch die Option, ein LLM zu machen. Da habe ich vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist dann meistens ein einjähriges Programm. Man kann sich da dann auch teilweise spezialisieren und das Ganze auch fachfremd auf jeden Fall machen. Was auch interessant ist, ist definitiv der Jurisdoktor. Also wenn man dann in Australien später arbeiten möchte und vielleicht kein LLM macht oder so, wäre sowas auf jeden Fall eine interessante Option, nach dem ersten oder nach dem zweiten Staatsexamen vielleicht einen Jurisdoktor in Australien zu machen. Man kann aber auch nochmal sagen, okay, mich interessiert sowas wie Criminal Justice, Criminology. Ja, dann kann man da vielleicht einfach auch mal einen Master in Australien oder Neuseeland machen und in diese Spezialisierung gehen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Option. Man hat hier ein bisschen breiteres Feld, wo man reingehen kann. Man kann auch komplett fachfremd was machen. Also wenn man jetzt vielleicht doch an einem MBA interessiert ist oder Business generell, also sowas, einfach mal zu uns kommen und uns fragen, was ist möglich, wenn man doch noch mal in eine andere Richtung gehen möchte, und wir beraten da immer sehr gerne. Hier habe ich noch mal die Semesterzeiten unten aufgelistet, und was halt ganz schön ist, in Australien ist es und in Neuseeland ist es in der Regel so, dass man keine Masterarbeit schreibt. Für so einen Master muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. In der Regel sollte man mindestens das erste Staatsexamen abgeschlossen haben. Man muss auch hier nachweisen können, dass man Englisch spricht. Das macht man meistens mit einem TOEFL oder einem IELTS-Test. Und teilweise gibt es Programme, die natürlich auch noch spezielle Voraussetzungen haben, wo man dann noch ein paar extra Kenntnisse mitbringen muss, vielleicht Kurse in einem gewissen Bereich belegt haben sollte. Also das auch im Hinterkopf behalten. Aber das kann man dann natürlich über uns erfahren, wie das ist. Ich habe ein paar Programme mitgebracht an ein paar Universitäten. Vielleicht sagt einem die eine oder andere Universität auch was. Das ist die University of Queensland. Die bietet auch den Master of Laws an. Die ist in Brisbane. Und hier mal ein paar Eckdaten. Der Master of Laws dauert hier ein Jahr. Start ist im Februar und im Juli möglich. Die Studiengebühren habe ich auch hier aufgeschrieben. Und was interessant ist, weil natürlich die Studiengebühren recht hoch sind, hier gibt es auch Stipendien. Das Europe Global Leaders Scholarship ist hier möglich zu bekommen mit 50 bis 100% Reduktion. Das ist eine super Sache. Man
quasi tritt nur gegen andere Studierende an, die auch aus Europa kommen, also nicht komplett international. Das heißt, die Chance ist immer da, auch ein bisschen besser. University of Queensland ist eine super Universität. Und als nächstes Programm habe ich den Master of Laws an der University of Technology in Sydney, das ist die UTS. Auch hier wieder die Eckdaten, ein Jahr, Start im Februar oder Juli möglich. Die Studiengebühren sind hier nochmal ein bisschen teurer. Und auch hier natürlich wieder, erstes Staatsexamen sollte abgeschlossen sein, wenn man den machen möchte. Und auch hier gibt es wieder ein paar Stipendien, zwei an der Zahl, auf die sich Studierende bewerben können, wo man meistens 25-35% bekommt, aber es ist auch tatsächlich eine 100% Studiengebührenreduktion möglich über dieses Stipendium. Das ist auch wieder eine richtig gute Fördermöglichkeit. Wenn man sehr gute Noten hat, sollte man sich darauf definitiv bewerben. Die nächste Universität liegt in Neuseeland und hier schicken wir wirklich auch immer sehr gerne Leute für ein LLM hin. Hier gibt es spezielle Stipendien auch wieder und auch hier 2 bis 3 Trimester, in der Regel also ein Jahr, maximal 1,5 Jahre, die man für diesen LLM braucht. Studiengebühren in Neuseeland-Dollar natürlich jetzt und auch natürlich wieder das erste Staatsexamen als Voraussetzung. Die Victoria University in Wellington liegt in Wellington, also im Süden auf der Nordinsel, richtig schöne Region und ist die Hauptstadt von Neuseeland. Also das auch nur nochmal hier als Eckdaten für die Victoria University of Wellington. Dann würde ich jetzt einmal abgeben an meine Kollegin Rebecca. Es geht weiter mit den Kosten und dann auch mit dem, mit dem Forschungsprogramm. Ja, prima. Dann übernehme ich. Zu den Kosten, wir haben es jetzt gerade schon gesehen, Svea hat es gerade so ein bisschen vorgestellt, die meisten Masterprogramme starten so bei $35,000, also australische und Neuseeland-Dollar. Exakte Gebühren muss man aber dann immer bei den jeweiligen Hochschulen nachschauen, weil da wirklich die Unterschiede teilweise relativ groß sind. Bei einem Auslandssemester fängt unsere günstigste Universität, an der man Jura studieren kann, bei ca. 3.500 Neuseeland-Dollar an. Und auch da sind die Studiengebühren natürlich sehr unterschiedlich, je nach Universität. Wir haben aber sehr viele Universitäten, die so zwischen, also die 3.500 ist die günstigste, wir haben aber einige Universitäten, die im Bereich zwischen 5.000 bis $7.500 liegen. Also in dem Bereich gibt es schon einige. Wenn man sich für ein komplettes Forschungsstudium entscheidet, also wir gehen jetzt hier mal vom klassischen PhD, Doctor of Philosophy aus, dann sollte man da schon ab $3.000 pro Jahr rechnen. Kurz zur Erklärung, in Australien ist der PhD als klassisches Studienprogramm angesehen. Es ist natürlich ein reines Forschungsprogramm, aber es läuft als Studienprogramm und dementsprechend gibt es dafür eben auch Studiengebühren. Da sage ich nachher zur Finanzierung nochmal was separat. Alle, die in Australien und Neuseeland studieren möchten, müssen eine dementsprechende Versicherung abschließen, in der Regel Krankenversicherung in erster Linie. Und da sollte man so zwischen 150 und €250 pro Semester rechnen. Die Miete, das ist natürlich sehr variabel, je nachdem, wo man studiert. Große Städte wie Sydney, Melbourne oder auch Auckland oder Wellington werden teurer sein. Kleinere Städte, wenn man jetzt zum Beispiel nach Palmerston North geht in Neuseeland oder vielleicht auch in Cairns, Townsville studiert oder auch vielleicht in Darwin, dann kann man durchaus auch etwas weniger für die Miete bezahlen. Also da ist es leider etwas variabel. Für den Flug empfehlen wir immer zwischen 1.000 und €1.400 einzuplanen. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, mal günstigere Flüge zu bekommen. Wir sehen jetzt, dass es sich nach Corona wieder etwas normalisiert. Also wir sind jetzt wieder auf einem etwas entspannteren Stand mittlerweile. Wir hoffen, dass es wieder etwas weiter nach unten geht und auch dann bald wieder Flüge möglich sind für 950, 900 oder vielleicht sogar €850. Das war vor Corona durchaus auch möglich, gerade nach Australien. Die Visumsgebühren, alle, die dort studieren, brauchen ein Studentenvisum, sowohl in Australien als auch in Neuseeland. Für Australien fallen $630 an und bei Neuseeland sind es $330. Und das Visum wird in beiden Fällen immer für die komplette Dauer des Studiums ausgestellt. Man muss da also nichts erneuern oder zur Hälfte des Semesters oder des Studiums nochmal ein neues Visum beantragen. Das deckt immer den kompletten Aufenthalt. Wir haben nochmal ein paar mehr Informationen bei uns auf der Website unter dem Punkt Kosten. Da ist nochmal alles ein bisschen genauer aufgedröselt und wir haben zu allen Punkten nochmal ein bisschen mehr geschrieben.
Genau. Dann Finanzierung. Da ist in erster Linie sind da natürlich Stipendien ganz spannend. Es gibt Stipendien, die über uns vergeben werden, also die von unseren Partnerhochschulen an uns gegeben werden, die wir dann weitergeben dürfen. Wir haben auch eigene Stipendien. Also das ist immer eine Fördermöglichkeit, vor allem für die, die ein Auslandssemester machen möchten. Für die, die ein Auslandssemester machen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, das über das Auslands-BAföG zu finanzieren. Das haben wir jetzt hier nicht mit aufgeschrieben, weil heute wahrscheinlich die Zielgruppe in erster Linie potenzielle LLM-Studierende sind. Aber wer plant, ein Auslandssemester zu machen, kann durchaus auch über Auslands-BAföG finanziert werden. Das deckt bis zu 4.600 Euro der Studiengebühren, ist also auch eine gute Finanzierungsmöglichkeit. Für alle, die dann Master und höher planen, da kommen dann in der Tat in erster Linie Stipendien in Frage. Da gibt es Stipendien der australischen und neuseeländischen Hochschule. Das haben wir ja gerade schon bei den Programmen gesehen. Es gibt Stipendien vom DAAD, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, auch speziell für LLM-Programme, für die Master of Laws-Programme, auf die man sich bewerben kann für die beiden Länder. Dann gibt es natürlich diverse Stiftungen in Deutschland, die auch Auslandsaufenthalte fördern. Und dann kann man sich auch immer noch mal nach einem Bildungs- oder Studienkredit umschauen. Ein Teil der Finanzierung kann auch ein Job, eine Arbeit vor Ort sein. Man sollte mal ein bisschen vorsichtig sein, weil man natürlich in erster Linie seinen Fokus auf das Studium legen sollte. Von dem her lässt sich damit nicht alles finanzieren. Aber man kann damit definitiv die Lebenshaltungskosten etwas abfedern oder sich vielleicht mal das eine oder andere extra leisten. Das funktioniert damit eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben noch weitere Finanzierungsoptionen und auch mehr Details zu diesen, die ich jetzt aufgezählt hatte, auch wieder auf unserer Website und da auch wieder unter dem Punkt Finanzierung. Wir haben es geteilt nach Auslandssemester und volles Studium. Also da sind dann die jeweiligen Optionen auch nochmal detaillierter aufgeführt. Rebecca, ich habe noch eine kurze Frage. Natürlich. Ich erinnere mich ja dunkel, es gibt ja durchaus auch so Exchange-Programme bei den zwischen Universitäten, durchaus auch auf dem Master-Level. Habt ihr da auch Informationen zu auf eurer Webseite oder sind das dann eher Programme, die nicht von euch betreut werden? Also das sind in der Tat Programme, die dann explizit nicht von uns betreut werden, weil wir in erster Linie für die sogenannten Free Mover zuständig sind, also die Studierenden, die eben nicht über eine direkte Partnerschaft ihrer Heimathochschule ins Ausland gehen können oder Studierende, bei denen es einfach keine Austauschpartnerschaften gibt. Und das sind dann die Studierenden, die wir vermitteln. Also da haben wir leider keine genauen Details zu. Ja, alles gut, danke. Gerne. Dann zu dem Thema Forschung. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd als Verantwortliche für das Australia Research Center. Man kann natürlich auch für einen Forschungsaufenthalt, für einen PhD nach Australien gehen. Das ist im Prinzip fast äquivalent zu dem Doktor, zu der Doktorarbeit, zur Promotion in Deutschland, wird auch in der Tat so anerkannt. Also der klassische PhD für den Juris Doctor gelten nochmal etwas andere Regeln, aber der klassische Doctor of Philosophy. Man kann den generell in allen Fachbereichen machen. Heute natürlich das Thema Jura. Man schreibt eine eigenständige Forschungsarbeit. Man verbringt also in der Regel zwischen 3 bis 4 Jahre mit seinem Forschungsthema. Am Ende kommt dann eine Forschungsarbeit bei raus und die wird dann bewertet und basierend auf dieser Arbeit wird dann der Titel verliehen. In der Regel hat man für die PhD-Programme einen recht flexiblen Studienstart. Man hat also nicht ganz feste Zeiten, zu denen man einsteigen muss oder kann, wie das bei Auslandssemester oder LLM der Fall ist, sondern man kann in Absprache mit den jeweiligen Betreuern vor Ort dann auch klären, wann man das Studium startet. Studiengebühren, ich habe es vorhin schon gesagt, so ab 30.000 australische Dollar pro Jahr. Und es gibt sehr umfangreiche Stipendienprogramme von Seiten der australischen Regierung. Das sind die sogenannten Research Training Program Scholarships, die die Universitäten an die Studierenden, in erster Linie auch die International Students, vergeben. Man kann sich darauf bewerben. Voraussetzungen sind immer auf jeden Fall sehr, sehr gute Noten für diese Stipendien. Und natürlich ist es gewünscht, wenn man schon bereits Forschungserfahrung hat, je mehr, desto besser. Und auch Publikationen sind natürlich ein großer, großer Pluspunkt, um dann für die Stipendien auch berücksichtigt zu werden. Rebecca, ist denn das mit dem PhD? Muss man sich denn da vorher schon um einen Betreuer kümmern? Ich meine, es ist in Deutschland ja auch ganz wichtig, dass man da seinen Doktorvater findet, ne? Und ohne geht es nicht. Ist das da auch so?
Ganz genau. Also da unterstützen wir auch, also das gehört mit zu unserem Service, das ist da mit dabei. Wir unterstützen die Studierenden zum einen bei der Suche nach einer passenden Hochschule. Wir gehen also durch, welche Forschungsthemen interessieren die Studierenden, was können die sich vorstellen, in welche Richtung wollen sie gehen, machen dann Vorschläge für passende Hochschulen, schicken im Zweifelsfall vielleicht auch schon Kontakte, Links zu bestimmten Professoren, die in dem Bereich auch forschen, und unterstützen dann auch bei der ersten Kontaktaufnahme, soweit das natürlich auch gewünscht ist von Seiten der Studierenden. Viele wissen schon, was sie machen wollen und haben schon ihre Leute rausgesucht. Man braucht auf jeden Fall für die PhD-Bewerbung immer die Zusage eines Supervisors oder einer Supervisorin. Es gibt ein paar wenige Hochschulen, bei denen das zentralisiert über eine allgemeine Adresse oder über die Fachbereichsadresse der juristischen Fakultät läuft. Und man schreibt dann die an und die vermitteln einem dann den Doktorvater, die Doktormutter, je nachdem. Aber in aller Regel bei den allermeisten Hochschulen kann man da proaktiv selber Leute anschreiben, die einen interessieren, bei denen man denkt, da passt das eigene gewünschte Thema gut dazu. Und wenn die dann auch zustimmen, dann ist der nächste Schritt die Bewerbung. Und das betreuen wir dann natürlich auch komplett bis zum Schluss. Okay, danke. Abschlussvoraussetzungen oder beziehungsweise was muss man mitbringen, um für den PhD zugelassen zu werden? Man braucht auf jeden Fall einen Master oder äquivalenten Abschluss, also die Staatsprüfung zum Beispiel ist natürlich auch in Ordnung, das alte Diplom, alle diese Studienabschlüsse sind in Ordnung. Auch hier gelten natürlich die Sprachvoraussetzungen, also ein Sprachtest, TOEFL oder IELTS sind hier gefordert. Wichtig ist immer der Punkt Forschungserfahrung. Das ist natürlich im Bereich Jura beim Staatsexamen teilweise etwas schwieriger, weil es ja keine klassische Masterthesis in dem Sinne gibt, wie das bei vielen anderen Fachbereichen der Fall ist. Aber man kann zum Beispiel auch mit ausreichend Publikationen arbeiten, wenn man vielleicht im Zuge des Studiums Forschungserfahrung gesammelt hat, wenn man vielleicht bei Forschungsprojekten dabei war oder wenn man vielleicht in Publikationen eingebunden war, kann es sein, dass man dadurch auch schon die Kriterien erfüllt und darüber dann den Einstieg findet. Wenn man das gar nicht hat, wird es leider in der Tat bei den meisten Unis schwierig. Da müsste man dann schauen, ob da vielleicht ein paar Universitäten dann da sind, die sagen, okay, das kann man trotzdem machen. Aber Forschungserfahrung generell ist sehr, sehr wichtig. Auch hier haben wir ganz viele Informationen nochmal bei uns auf der Seite im Bereich Australia Research Center beziehungsweise unter dem Punkt Forschung. Da ist nochmal alles zusammengefasst rund ums Thema Forschung und PhD. Dann haben wir auch die Möglichkeit, unseren Studierenden Vorschläge zu schicken für passende Hochschulen. Also gerne diesen QR-Code abscannen oder den Link eingeben. Wir haben da ganz viele Informationen, die wir per E-Mail oder auch per Post verschicken können. Das sind dann Broschüren, das sind teilweise auch Links zu den Seiten der Universitäten, je nachdem, über welchen Weg man das haben möchte. Je mehr Informationen wir bekommen, also was die Studierenden machen möchten, in welchen Fachbereich sie gehen wollen, wann sie starten wollen, ob sie vielleicht schon bestimmte Unis haben, an die sie gehen möchten, desto passender können wir dann unsere Empfehlungen aussprechen. Also gerne mehr Informationen uns geben, dann können wir noch einen besseren, noch bessere Empfehlungen machen und hoffen, dass es dann auch sehr gut passt. Natürlich hört da unsere Beratung nicht auf. Also es ist nicht nur so, dass wir Sachen zuschicken, sondern wir beraten natürlich auch umfassend, gerne in persönlichen Gesprächen, virtuell, aktuell, aber natürlich gerne oft auch in anderen im anderen Kontext, bei uns in den Büros oder auch am Telefon. Wir helfen bei der Auswahl der passenden Programme beziehungsweise der passenden Hochschulen. Wir gehen mit den Studierenden nochmal die Finanzierungsmöglichkeiten durch und gehen dann auch durch, welche Unterlagen für die Bewerbung notwendig sind. Die Unterlagen gehen dann an uns und wir leiten diese dann an die jeweiligen Universitäten und die jeweilige Universität weiter und begleiten dann auch durch den weiteren Prozess, also die Annahme des Studienplatzes. Wir geben Tipps zur Buchung des Fluges, zur Vereinbarung der Anrechenbarkeit vielleicht auch, wenn man ein Auslandssemester macht. Wir geben Informationen zu Visum und Versicherung und helfen im Prinzip einfach dann auf den weiteren Schritten. Auch hier natürlich immer so weit, wie die Studierenden diese Hilfe nutzen möchten. Wir haben immer wieder auch Studierende, die sagen, ich mache das alleine, ihr schickt meine Unterlagen hin und das reicht dann schon. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Kurz bevor wir dann das Semester oder das Studium losgeht, haben wir immer noch mal Veranstaltungen, zu denen wir alle Studierenden einladen. Und da gibt es dann noch mal die letzten Tipps und Tricks für einen guten Start ins Studium im Ausland, sodass man da wirklich dann auch, wenn es losgeht, keine Probleme hat und genau weiß,
worauf man vielleicht achten muss und worauf man sich einstellen muss, sei es bei der Einreise oder dann für die ersten Tage vor Ort am Campus. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ich mich da so zurückerinnere. Genau. Apropos Visum, da wollten wir ja auch noch kurz was zu sagen. Genau, also natürlich ist Visum. Ja, die Einreise, ist ja die Einreise auf jeden Fall wieder möglich. Ja. Ihr wusstet ja zu Neuseeland mehr. Genau, also Australien hat seit Dezember die Grenzen offen und da haben wir jetzt auch schon ganz viele Studierende, die dort bereits eingereist sind. Das funktioniert auch problemlos. Einzige Voraussetzung ist die vollständige Impfung gegen Corona und dann ist das problemlos möglich in allen Staaten, auch ohne Quarantäne. Und bei Neuseeland wird es ab Mitte Juli soweit sein. Also noch sind die Grenzen geschlossen, aber ab Mitte Juli werden die geöffnet sein. Also für alle, die für einen Studienstart ab Februar, das ist wie gesagt der nächstmögliche Studienstart, planen, die dafür sich überlegen, sich zu bewerben, können wir völlige Entwarnung bezüglich Corona geben. Man kann ganz normal rüberfliegen und kann dann auch ganz normal das Studium vor Ort auch in Präsenz wieder machen. Also es finden auch so gut wie keine Online-Veranstaltungen mehr statt ab nächstem Jahr. Dieses Jahr sind es noch ein paar wenige, aber das meiste ist schon wieder auf dem Campus bei den allermeisten Universitäten. Super, danke dir. Sehr gerne. Dann haben wir auch eine Social-Media-Präsenz, in allererster Linie Instagram. Wir haben da immer wieder auch Studierende, die über ihren aktuellen Studienalltag berichten. Das sind in erster Linie Studierende, die für ein Auslandssemester dort sind. Aber es gibt einen ganz guten Eindruck, wie man sich so den Studienalltag vorstellen kann. Das gilt natürlich auch für andere Fachbereiche. Es gibt Eindrücke zu den Campussen. Es gibt ein paar Ideen dazu, was man auch in der Freizeit vielleicht machen kann. Also wer Lust hat, uns da auf Social Media zu folgen, sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns immer über neue Abonnenten oder Leute, die einfach Interesse haben, da zu schauen, was wir machen. Also gerne uns auf Social Media folgen. Und das sind dann direkt schon unsere Kontakte. Wir haben verschiedene Büros, in erster Linie in Stuttgart, das ist unser Hauptbüro. Da sind meine Kollegin Katharina und ich zuständig. Ich betreue alle Studierenden aus Bayern plus eben alle, die sich für einen PhD interessieren, für eine Promotion. Meine Kollegin Katharina betreut die Studierenden aus Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz. Dann haben wir meine Kollegin Sonja, die sitzt im Büro in Berlin und betreut aber auch noch unsere Studierenden aus Hamburg und Umgebung. Svea ist in Köln, die betreut also alle aus dem Westen. Und wir haben noch meine Kollegin Elke, die sitzt in Dortmund und betreut alle Studierenden, die direkt aus Dortmund sind. Die hat nur ein kleines Büro, also kleinere Anzahl an Studierenden, aber alle, die direkt in Dortmund sitzen, dürfen sich sehr gerne an meine Kollegin Elke wenden. Alle, die in Australien sind, ich glaube, da hatten wir ja auch ein paar, die jetzt aktuell nicht in Deutschland sitzen, ihr könnt es euch gerne aussuchen, wo ihr euch hin meldet. Das ist kein Problem. Wir sind da offen und wir schauen dann, dass wir das halbwegs gleichmäßig verteilen. Aber ihr seid bei all unseren Studienberaterinnen sehr gut aufgehoben. Wir kennen uns alle gleich gut aus und freuen uns über jeden, der Interesse hat an einem Studium in Australien und Neuseeland. Und wenn wir euch dann weiterhelfen können, umso besser. Gut, super. Dann wäre das unsere Präsentation. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen? Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um noch Fragen zu beantworten.